schönes Wetter hier, kommen wir gerne nach München. Aber wir müssen auch früh ausladen, damit wir eben alles schaffen für den Abend. Aber geht voran. Es geht voran. Aber sag mal, wenn ihr so früh heute aufbaut, wann kommt ihr denn eigentlich ins Bett und wo schläft ihr? Ja, meistens kommen wir so nachts um 2 von der Halle wieder weg. Schlafen tun wir meistens im Auto. 2-3 Stunden mal 4. Nicht viel. Doch, bei 4 Stunden geht es uns gut. Oh, super. Das sieht so aus, dass du schon länger dabei bist. Ja, ich bin jetzt auch fast 15 Jahre am Gange. Und voll am Fahren. Ja, weißt du, was du heute geladen hast? Ja, ich habe die Tonanlage komplett drin und Garderoben von den Künstlern halt. Und also nichts vergessen? Ich hoffe nicht, aber normal. Alles benannt für heute Abend. Ist alles viel da. Viel Spaß für heute noch, gell? Tschüss. Ja, ciao. Ich mache erstmal grundsätzlich das Monitoring nur für die Band, wobei der Sheriff vorne halt nur den Sound fürs Publikum macht und wie gesagt, beides identische Mischpulte sind und wir aber extern separat regeln können, weil der Musiker auf der Bühne andere Ansprüche stellt als das Publikum im Saal. Jetzt sehe ich auf deinem Pult, ich meine, du kannst ja da unglaublich viel regeln. Ich denke mal 1000 Schalter, 1000 Funktionen und dann sind hier 4 Bildschirme. Kannst du da die Nachrichten dann um 20 Uhr auch sehen oder wie funktioniert das? Würde ich gerne tun, aber es lässt nicht so, das Pult. Es hat kein TV-In. Hat kein TV-In. Auch für Umbauten, Sie sehen hier Barhocker. Der Howard sitzt manchmal auf dem Hocker, manchmal nicht. Alles so eine Sachen machen wir nebenbei noch mit. Und das heißt, die Gitarren werden vor der Show gestimmt, werden auch teilweise nochmal nachgestimmt, also in der Pause. Wenn Gitarrenwechsel sind, wird vorher auch nochmal die Gitarre, die dann auf die Bühne geht, direkt vorher nochmal nachgestimmt. Das heißt, du hast hier eine kleine Werkstatt, wie ich sehen kann. Ja, so der mobile Werkzeugkasten ist das eigentlich für die Tournee. Eins, zwei, drei, vier.
Termine, ganz wichtig. Und auch diesen ganzen Stress, damit man den auch unbeschadet übersteht. Vitamine für die Show. Vor der Show Vitamine. Das ist, damit man Kraft bekommt, damit man Musiker erträgt. Ich bin extra hergekommen, weil ich mit der jungen Dame, als ich 16 war, das allererste Mal gekuschelt habe. Und das war Howard Kamm. Weil du und deine Elefanten. Ja. Howie hört man überall. Der gefällt er einfach und die finden gut. Alle Titel sind super. Einfach gute Musik und wir haben auch fast alle CDs daheim oder Kassetten noch früher. Und wenn man halt danach isst, dann legt man die ein, aber meistens, wenn mein Mann nicht daheim ist. Aber das ist auch für Männer gedacht. Und dass es ein netter, charmanter Sänger ist. Mit Herz. Im Prinzip ist es traurig. Aber es ist gerechtfertigt, ja. Seine Art gefällt mir sehr. Und die Darbietungen, es ist einfach schön. Ja, ich bin meiner Frau zuliebe mitgegangen, weil sie ihn sehr mag. Und ich mag ihn auch sehr gerne. Ist ein ganz sympathischer Mann, sympathischer Mensch. Und ich finde es auch ganz schade, dass er irgendwo jetzt aufhört. Aber alles geht mal zu Ende, wie es im Leben ist. Der hat die Frauenherzen erobert, schaut mit 57 blendend aus. Muss ihm erst jemand auch noch machen. Einfach einzigartig. Zeig dir jetzt mal den Typen. Der ist neu bei uns. Das ist seine erste Tour bei uns. Das ist unser neuer Schlagzeuger. Der heißt Wolf Simon. Und was der schon alles gemacht hat, sollt ihr euch mal selber erzählen. Nee, komm, doch, sag's jetzt du. Das ist verdammt unfair, Mann. Und was macht der Herr da drin? Dieser Herr. Ach, das ist ja leer. Der Herr singt wie Zeisel. Wie Zeisel und spielt auch Tasten, zum Beispiel. Tasten. Sehr viele Tasten auf einmal. Weiß und schwarz. Und heißt? Sachs. André. Also mit einem langen E. André. Ja, hervorragend. Nee, mit vollem Namen André Frank. Ja. Das sind noch zwei Herren zum Beispiel. Fangen wir hier bei dem an. Das ist der Frank Itt. Der ist schon. Zweitdienstältester. Bitte was? Der Zweitdienstälteste. Der Zweitdienstälteste, ja. Ist schon seit vielen, vielen, vielen Jahren dabei. Spielt einen gewichtigen Bass, wie man sieht. Und ja. Hat einen fetten Sound, oder? Hat einen Wahnsinnsound. Und du spielst gerne mit Kretchen, so. Aber kriegst du es nicht hin. Das ist der Günther. Günther Silver Shadow Haas. Ist einer unserer 7 Gitarristen, aber die anderen 6 brauchen wir nicht, weil er einfach alles spielt und alles beherrscht und für 7 spielt. Dann haben wir noch den Berthold. Berthold, der nächstes Jahr Abtrünnige, aber dieses Jahr noch bei Carbondale. Spielt eine hervorragende Mundharmonika. Also Jean-Toutz Tielemans würde von Neid ablassen. Außerdem spielt er ein tierisches Piano und Keyboards ohnehin. Und außerdem spielt er, was er am besten kann, ist Skat. Da ist er unübertroffen. Was er nicht kann, ist seine Hose zu knöpfen. Nein, der zieht immer erst seine Jacke an und dann seine Hose. Das ist der Andreas Gräser. Seines Zeichens. Also die Jungs, die jetzt hier in diesem Raum sich aufhalten, sind unsere Vocal Group, Chor, Boys und gleichzeitig Gitarristen, Akkordeonisten, multifunktionelle Musiker. Mhm. Das ist der Burkhard Burgi Eiben, der kommt aus Göttingen, aus dem schönen Göttingen. Der spielt auch Akustikgitarre. Dieser Herr da drüben kommt aus Gölle, singt auch unglaublich wie Zeisel, höher noch. Spielt ein tierisches Klavier und Akkordeon zum Beispiel und kennt sich im Kölner Karneval unglaublich gut aus. So, und dann haben wir hier, last not least, unseren Johannes Joey Brück, ursprünglich Kölner, jetzt wohnhaft, sesshaft in der Heide. Das ist sehr einsam. Der singt auch auf seine Art unglaublich toll, auf seine etwas rauchige Art unglaublich toll. Spielt Klavier und Gitarre natürlich. Und ja, alles Weitere werdet ihr sehen heute. Ossi, wie sieht's aus bei dir? Ja, warte.
Okay.